20. Juli 1953. Gespannte Ruhe im Fernsehstudio Zürich-Bellerive. Die öffentliche Probesendung für den Schweizer Fernsehversuch wird in wenigen Augenblicken ausgestrahlt. Ton ab. Historischer Augenblick auch für die Techniker der PTT, die Studiomannschaft und die nervöse Versprecherin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist heute das erste Mal, dass wir über den Fernsehsender Uetliberg ein Programm ausstrahlen. Ein historischer Moment, sozusagen. Wir wollen es jedoch nicht sehr feierlich tun, denn wir befinden uns ja noch im Stadium der Versuche. Was ist jetzt wieder? Was ist jetzt wieder? Was ist jetzt? Zürich? Und auch am Schluss ging es nicht besser. Hopp! Komm, Peter, dann geh's. Eine riesige Freude hier im Schweizer Lager im Zielraum. Silbermedaille für den Peter Müller, vierter Platz für den Pirmin Zurbriggen und fünfter für den Urs Reber. Pirmin Zurbriggen, ein grossartiges Ereignis heute. Ja, ich bin der Peter Müller, nicht der Pirmin. Oh, dann fangen wir nochmal an. Hure Sieg. Hure Löli, das ist der Beste. Sie kennen uns schon ein wenig. Leider ist die Bekanntschaft noch ganz einseitig. Es würde uns aber sehr freuen, zu einem gegenseitigen Kontakt zu kommen und bitten Sie deshalb, schreiben Sie uns. Und gute Nacht! Die Zürcher bestaunten vor den Warenhäusern die flimmernden Bilder. Denn damals gab es nur 3 Dutzend Fernsehkonzessionäre, die bequem vor dem Heimempfänger sitzen konnten. Mit einem Programm, hergestellt von anfänglich 26 Fernsehpionieren, die unter schwierigsten Umständen arbeiteten, mit einem monatlichen Gehalt zwischen 500 und 1000 Franken. Zürich laufen lassen, kommen. Keine Zeit mehr. Zürich läuft nämlich schon wieder lang, weißt du? Aber das ist immer so eine Geschichte. Weil, bis das da ist. Aber... Zürich lassen laufen. Die sagen wieder immer, es läuft nicht da. Komm, lassen laufen. Santi hat mir gesagt, es laufe. Ich mir den Rominger nie mehr zum Pipi machen, du. Der Jocholi war ja auch da, der muss auch Pipi machen. Okay, Zürich, läuft, gut. Tschüss, Bona. Okay. Okay, ist okay. Danke vielmals. Alles, Rulli. Ancora. Ja, ist okay, merci. Okay, Vincitore ancora. Okay. Jetzt kommt... Ancora. Komm, Toni. Allora, lascia. Zurigo. No, Zurigo, finito. Komm. Zurigo. Wir bringen halt ein neues Geschwind. Was haben wir? Nuovo Mikro. Sa Marschmeno. Oh, on recommence. On recommence. So, das ist eine hohe Zeit. Ja, natürlich. Es könnte doch nicht schneiden können. Doch Zürich keine Zeit mehr. Am 1. Mai 1954 rollte der erste Übertragungswagen des Schweizer Fernsehens auf unseren Straßen. Gebaut wurde er in England und kostete 800.000 Franken. Dank diesem ersten Übertragungswagen, der mit 3 elektronischen Kameras bestückt war, konnte das Programmangebot wesentlich erhöht werden. Dieses Fahrzeug und seine Bedienungsmannschaft hatten am 6. Juni 1954 eine besonders schwierige, aber auch ehrenvolle Aufgabe zu bewältigen. Die erste Eurovisionssendung. Hörst du mich da? Hörst du mich da? Max, hast du mich im Griff? Das Beite kommt mit der neuen roten Ding. Tropfnasse, ja nein. Oh, hallo. Oh, Ankarin. Jetzt sehen wir noch den Stuhl. Machen wir nicht kaputt. Ankarin, sie rufen. Oh, no. Lass sie. Für... Ja, sag es so jetzt. Da hat mir den Stuhl jetzt zum Beschweren oben auf dem Fernseher da. Jetzt ist der oben runtergekommen. Ich kann dir sagen, ich kann nicht mehr lesen. Ich habe sinnigerweise noch mit einem Filzstift geschrieben heute Morgen. Dann ist alles wasserfest, aber nichts mehr bei dem Regen. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Die Lautsprecheranlage ist jetzt auch noch ausgefallen, da sind sie völlig nervös. Jetzt wird man erst wieder da oben gesehen, wo der Fixer vielleicht etwas dann.
Weil sie haben müssen den Heli abnehmen, oder? Ja, weißt du wie? Jetzt zeige ich nur noch Slow Motion. Sechs. Oh, warte, jetzt. Gott, verdammt, ich sag dir, jetzt bin ich tropfnass laufen. Du, aber ich kann nicht mehr lesen. Es ist alles unter Wasser. Wir kommen da noch nicht gerade, hä? Jetzt hat es da einen so ein Stoffdach auf der Ehrentribüne. Jetzt hat es das verjagt. Sind ein paar gerade immer Wasserfall in den Kuchen. Oh ja, Ehrengäste. Die Offiziellen. Ja, ist ganz stark. Ja, er probiert jetzt wieder mit Sonnenschirm. Schafsäckle. Senk. Du, Bertrand, das ist nicht bon, hein? Das ist nicht bon. Wegmüller trinkt noch einen. Nehmen wir noch einen halben. Ja, nein, aber jetzt wird es aber noch langsam obermakaber. Ich will dir sagen, jetzt geht das wieder los. Oh, der Stuhl kommt wieder. Es ist also unglaublich, das Wetter. Unglaublich. Machen wir eigentlich etwas für den Jahresrückblick, dass wir immer so seich fragen? Hahaha. Jetzt glaubst du nicht, jetzt schifft es nach unten rauf. Ist das nicht hin? Ja, ich sage dir. Aha. Kann ich mal einen Moment etwas tun? Das zeigt zum Glück gerade wieder einmal Grad. Immer wenn es mal 2 Sekunden Grad, das glaubst du jetzt nicht, wenn es mal 2 Sekunden Grad zeigt, kann ich ein bisschen aufräumen. Heilige Bimba. Ja, nein. Hör mal auf, schiffen! Pfeift noch wieder einer auf die Zielgerade, wahrscheinlich ist Offside. Ah! Oh, geht mir an den Schirm wieder fort. Ah, geht doch wieder los. So, jetzt geh mal weg mit dem Schirm da. Oh, leck mir doch das Zeug am Arsch. Jetzt ist doch dann mal fertig mit dem huren Scheisswert. Jetzt geht mir auch wieder ein huren Scheiss. Was? Hey, du musst das Bild schützen, Mann. Ja, das Bild schützen, Bild schützen. Du musst das Bild schützen. Mach mich doch nicht kaputt, das Bild schützen. Weil meine ist weg, ja? Ist weg? Ja. Also, das ist besser für dich. Ja, das nützt ja nicht. Ha? Wenn er kaputt geht, geht er kaputt, so oder so. Non, mais tu protèges l'image comme ça. Tu l'enlèves et tu la remets 5 minutes avant. Parce que si t'as plus d'image, y'a plus personne qui a l'air. Das. Wenn nass ist, ist nass. Da ist nass, trocken oder ohne Bild. Das spielt da gar keine Rolle. Nass ist nass. Danke. So, warten Sie jetzt. Soll ich das erste Hure. Leck mir doch das Zeug jetzt den endgültigen. Kannst nicht mal, ich kann nicht mehr hocken, nicht mehr, das ist alles fertig. So, merci. Merci bien. Ist mir noch der Stuhl auf den Grind gefallen. Hören die mich noch? Ja, ich kann, das ist nicht normal. Ja, natürlich. Was müsst ihr denn eigentlich da? Müssen wir immer Leute anstehen da? Sorry, muss ich da zuerst mal das Zeug. Stehen mir immer Leute im Weg. Es kommt doch alles auf die Tribüne nur, wo gar nichts zu tun hat da oben. Hat mir den Schirm. Es ist keine Offside, Mario. Ich stehe im Moment völlig im Offside. Respektive ich hocke im Wasser. Ja, ich will nicht mehr. Ja, nicht mehr. Kannst nicht mehr lesen. Ja, fort ist nicht alles, aber alles tropfnass. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Abschütteln, aber es zeigt natürlich weiter. Seit dem Föhn haben, Max. Gott, verdammt ihn nochmal. Lass den Stuhl da unten, ich will den Stuhl nicht mehr da oben sehen. Schluss, fein. Sie ist das dritte Mal runtergefallen. Schluss. Heilige Millionen, sicher, jetzt ist mir unser Auge rein. Das Einzige, wo ich etwas sehe. Das hatte ich Dussel gehabt, ich sag dir. Ja, heilige. Ja, den Stuhl haben sie da. Scheissdreck, verreckte Verdammte. Das habe ich Dussel, das ist mein Stuhlbein, genau. Das einzige Auge, das ich etwas sehe. Aber diese legendäre Übertragung war erst die Hauptprobe zu einer noch größeren Unternehmung. Sie begann am 16. Juni 1954. T
Technisch perfekt übertrugen in Lausanne die Fernsehtechniker das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 zwischen Frankreich und Jugoslawien. Und es folgten noch 8 weitere Live-Reportagen. Somit hatte das Zeitalter des Fernsehens im Zusammenhang mit den großen sportlichen Begegnungen begonnen. Auf 2115 Metern über mir. Foto 2. Und Barco. Man spürt natürlich, dass man näher an diese drei herankommt. Und jetzt zieht Garzelli den Sprint an mit Stefan Garzelli, der die Etappe gewinnt. Und die Etappe. Technisch perfekt übertrugen in Lausanne die Fernsehtechniker das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 zwischen Frankreich und Jugoslawien. Und es folgten noch 8 weitere Live-Reportagen. Somit hatte das Zeitalter des Fernsehens im Zusammenhang mit den großen sportlichen Begegnungen begonnen. So geht's also an. 2 Minuten länger. 1 Minute. So geht's. Und der Erste ist schon da! Nein, das ist aber ganz gut. Da kommen 2. Nein, jetzt kommen 2. Ganz gut. Nein, das habe ich aber noch nie gesehen. Das will ich dir aber zeigen. Nein, das ist jetzt aber ganz stark. Ganz gut. Nein, das ist aber ganz gut gewesen. Ganz gut gewesen. Stäubli, den würde ich zeigen. Das ist besser. Ja, das ist jetzt also die Nummer gewesen. Das ist jetzt also die Nummer gewesen. Das würde ich aber zeigen. Nein, das ist jetzt aber ganz stark. So, komm mal fertig dort. Wo er sagt. Ja, ja, der macht er wieder, weiß ich, was ist das, eine taleigene Fernsehstation oder was? Taleigene Fernsehstation. Maria? Du, Maria again? Ja, ja, der TSC, Maria. Es kommt, hat er so eine Fernsehstation, weißt du, was das für eine Station ist? Das ist das Nachhinein. Maria, musst du hoch. Na, jetzt kommt ihr, TSC und wir. Ich meine, zuerst einmal eine Reihenfolge. Ja, ja. Maria, so, jetzt, fern, Achtung, bla bla. Das ist das Zeug. Okay, Zürich laufen lassen. 10, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Warten war. Ja, und wieder ein Fenster. Das regt mich auf, die dummen Hurenruderer da. Da schnurrst und schnurrst und schnurrst und nach einer Fahrt dann einfach davon. Eine technisch schwierige Disziplin, dieser kann mal, sag doch mal. Soll er schneller schiessen? Das würde ich mal gar nicht ready sagen. Ich würde einfach mal schiessen. Eine technisch sehr anspruchsvolle, ja, das ist also unglaublich. Der große Favorit oben auf Bahn 9, Olaf Heukroth, der vor 8 Jahren in Moskau als damals 18-Jähriger 2 Goldmedaillen über 500 und 1000 Meter gewonnen hat. Er ist auch 5-facher Weltmeister. Von oben DDR, Ungarn, Spanien. Ja, das ist aber nicht wahr. Jetzt wird es aber langsam makaber. Er da. Und wieder einmal eine Hymne, die wir noch fast nie gehört haben. Du, 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 du. Ja, ja. Denn die fromme Seele hat Gott
dem Herrn Vater an. Und Mats, stopp. Hans-Uli Sprunger mit Lions Sun, also der große Sieger dieses Knockout-Springens. Nein, lass, es ist einfach so, wir sind ein bisschen zu kurz gewesen, oder? Ist klar. Wir haben aber alles gesendet, aber wir sind gleich ein bisschen zu kurz gewesen, oder? Jetzt kommt nicht mehr, was willst du noch zeigen, Jochen? Irgendetwas aus der Güpli-Bar? Du, etwas aus der Güpli-Bar, etwas, oder? Alles klar, ciao, merci.